Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde All the Mods 7. Auch an dich, mein lieber Luke, hallöchen. Hallo. Aua. So, dann wollen wir dieses kleine doch mal platzieren. So, tschack. Einmal rechtsklick. Du kannst auch aussuchen, was du haben möchtest, ne? Wie das Camp aussehen soll, ne? Oben in der Leiste. Ja. Hier kann man das ein bisschen rumeditieren. Welches wäre denn deins gewesen? Ich hätte mir so an so festungsartig gedacht. Festung? Ja, so, ich weiß nicht, ob das Dschungel war oder so. Das war einfach ein Turm in der Mitte, ne? Und ringsrum halt Holzzaun und so. Und sah eigentlich ganz schick aus. Hätte ich vielleicht ein Foto davon machen sollen und dir schicken sollen. Wäre, glaube ich, ganz praktisch gewesen. Das? Ja, das war das. Aber da ist der Platz hier nicht ausreichend für. Brauchen wir mehr Erde oder einfach immer ein tiefer setzen, das Ding? Warte. Da kollidiert's. Hier hinten hängt es in der Luft. Hier hängt es in der Luft. Okay. Das heißt, wir müssen ein paar Blöcke platzieren. Ich überlege gerade. Drüben ist doch noch mehr Platz. Wieso nehmen wir das nicht mit nach da hinten? Hier ist doch jede Menge Platz. Ist auch geil. Mitten in der Wallapapa. Viel Raum für mehr Möglichkeiten. So. Genau, dann lassen wir am besten mal weg. Das ist gut. Ich brauche eine Schaufel. Zack und zack. Not all blocks in the area, okay. Hier sind also keine soliden Blöcke drunter. Wo? So. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Tada! Ja, das habe ich gemeint. So, genau. Herzlich willkommen bei My Colonies. Jetzt, wo du deine ersten Ressourcen hast, wie wär's, wenn du dir einen schönen Platz suchst, um dein Rathaus zu bauen und deine Kolonie zu gründen? Weit weg von einem Vanilladorf ermöglich. Das meine ich nämlich. Wir dürfen das nicht in der Nähe von einem Vanilladorf machen, weil die halt ihre eigenen Areas haben. Hier irgendwo müsste jetzt eine Kiste sein. Leisure Tornholber Chunks Meet F3NG. So, müssen wir mal gucken. Hier, genau. Hier können wir das Rad so platzieren. Okay. Wenn du hier einmal ins Regal reinguckst, dann siehst du das Rathaus und du siehst das Building Tool. Okay. Ich habe mir die beiden Sachen jetzt mal geschnappt. Das Ding sieht geil aus. Irgendwo müssen ja auch Betten stehen. Ups, nein, falsch. Ein Bett. Weg damit. Ein Bett steht hier nur. Ein Bett steht hier nur. Das Essen. Hier ist Holzwerkzeug drin. Ja, hier steht nur ein Bett. Okay, ich habe ja zur Not noch eins mit. Das macht nichts. Wir platzieren dann ein zweites. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen eine Ebene, eine flache, wo wir das Rathaus hin platzieren können. Das Rathaus müssen wir, glaube ich, mit Ressourcen versorgen. Das wird auch noch ein Spaß. Ja, vielleicht nicht unbedingt in der Nähe von Lava.
haben wir aber auch einen beschissenen Platz hier. Den hast du mir jetzt ausgesucht. Egal, wir müssen hier auf jeden Fall Lücken füllen. Wir dürfen nicht dicht ans andere Dorf ran, ne? Wir müssen weiter weg vom Dorf. Ja, genau, ja, da. Die Richtung sieht gut aus. Ist nur die Frage, welche Ebene wir annehmen. 71 würde ich sagen. Hier oben willst du? Ja. Okay, aber das wird vom Platz nicht reichen, das sehe ich jetzt schon. Das ist definitiv für Offline-Arbeiter. Das hier alles zu begradigen. Bisog is using the bolt tool to place the schematic. This will allow you to adjust the position. Genau. So, das wird jetzt unsere Stadthalle. Felder, PQR, Roads, USW, toll. Achso, Town Hall. Genau. Jetzt können wir uns noch ein hübsches Design aussuchen. So gehe ich eigentlich immer, ups, hier ran. Ich kann doch auch weiter weggehen und das machen. So. Birke. Oh Gott. Fortress. Jupp. So, jetzt haben wir das schon mal soweit erledigt. Jetzt müssen wir eine Kolonie erstellen. Erstelle eine neue Kolonie. Kaling. Jetzt sollte es nicht lange dauern und die ersten Dorfbewohner sollten ankommen. Und jetzt, Luki, weißt du, warum ich sagte, ne? Wir brauchen Platz. Ja, weißt du, was das Problem ist? Na. Den Zaun und so können wir nicht höher setzen jetzt. Nein. Den wird nicht rumgetackert. Das ist blöd. So, Name der Kolonie. Kolonie umbenennen. Wie benennen wir die Kolonie? Uff. Moin! Der erste Siedler ist angekommen. Wir sollten gleich ein Bauarbeiterhaus bauen. Wie benennen wir die Kolonie? Wie wär's mit, ich komme hier einfach nicht rein? Ich komme hier einfach... Das ist zu lang. Ja, also ich komme in unsere Base nicht rein. Von hinten kam Bratkartoffel. Ja. Die Kolonie heißt also Bratkartoffel. So, ich habe keine Berechtigung. Achso, dann kann ich auch gehen. So, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir eine Bauhütte für ihn. Ja. 71, sagtest du, wolltest du eine Höhe haben. Sollst du haben. Ja, musst du jetzt wissen. Ich kann da, darf da eh nichts machen. So. Aber wir sollten uns, glaube ich, einmal kurz ins Bett packen. Ja, wenn du eins für mich übrig hast, gerne. Wieso, du hast doch da eins drin. Ja, ich darf aber nicht rein. Warum nicht? Ich habe keine Berechtigung. Das hier, du darfst in unser Dings nicht rein? Ich darf da nicht rein. Hä? Du warst doch gerade eben auch schon drin. Nee. Ja, guck mal, jetzt ist die Tür auf. Jetzt komme ich rein. Aber ich kann... Kümmern wir uns gleich drum. Dann. Luki? Ja. Hab dich im Bett hingepackt? Okay, das Bett kann ich nicht nutzen. Na, Inventar voll? Nee. Darf ich aber nicht aufheben. Lass mich einfach rausschmeißen vor die Tür.
Den check ich jetzt noch nicht. Muss ich gleich mal gucken. Ich gehe gleich mal zum Rathaus und dann guck mal nach, ob ich dich da irgendwie zufügen muss. Du. Auch das kann ich nicht aufsammeln. So, wie füge ich dich denn hinzu? Mein Colonies. Was war das? Ein Creeper. Irgendwo. Ja, der hat wahrscheinlich gerade unseren Kollegen da angegriffen. Boah, die greifen alle gerade unsere Kollegen an. Ja, deswegen liege ich im Bett. Ja, ich kann nicht ins Bett, ich kann das Bett nicht aufheben. Dann disconnecte doch einfach eine Sekunde. Und join's wieder. Perfektes ja, Tag, okay. Kannst direkt wieder rein. So, ich muss dich jetzt irgendwie hier hinzufügen. Immer nur Probleme. Wie krieg ich dich da jetzt hinzugefügt zur Kolonie? Vielleicht vorne dran. Der letzte Bewohner hat eine Kolonie erreicht. Für Nachwuchsbauer ein Bonus und lass einen Mann und eine Frau einziehen. Ah! Das ist neu. Mhm. So, jetzt müssen wir dich erstmal hier hinzufügen. Wie machen wir das? Befugnisse. Spieler hinzufügen. Look the game. Freund, so. Versuchen wir drauf zuzugreifen. Na also. Jetzt müsstest du theoretisch. Bitteschön. Aha. So. Okay, wir brauchen als erstes ein normales Bauhaus. Ich glaube, Luke, du bist hier der professionellere Bauer. Was hältst du davon, wenn du gleich ein Häuschen aus dem Boden stammst? Ja. Oder müssen die vom Building Tool gebaut werden? So, Ebene 71. Ach genau, ich wollte eine Schaufel machen und schnell mal ein bisschen Erde platzieren. Befugnisse. So, wo kann ich denn jetzt sagen, dass ich bauen möchte? Bauoption. Gebäuderechte. Du hast keine rechte Blöcke in diesem Werkzeug zu bearbeiten. Ich glaube, das kann nur der Gründer. Ja. Ich guck gleich nochmal nach. Wie mal auf euch zu prügeln? Hier darf ich auch nichts abbauen. Ich hab jetzt schon wieder Spaß. Hier darf ich auch nichts abbauen. Wo willst du denn was abbauen? Ey, hier zum Beispiel darf ich auch nichts ab. Nee, das soll nicht abgebaut. Wo bist du überhaupt? Du bist ja gar nicht hier. Hey. Hinter dir. Wieso darfst du das nicht abbauen? Was sagt er dir? Was sagt er dir denn? Du besitzt nicht die nötige Berechtigung, um dieses in dieser Kolonie zu tun. Okay, warte. Gib mir eine Rechte. Versuch's jetzt mal. Ah! Jawoll, du. Besser? Ja. Na also. Das Gebäude benötigt eine Bauhütte mit Level 1 oder höher, um es zu upgraden, reparieren oder abreißen zu können. Ich brauche eine Bauhütte. Genau, ich versuche hier jetzt erstmal ein bisschen Platz zu schaffen. Du könntest gerne mithelfen, wenn du möchtest, dass wir hier irgendwo eine Hütte hinsetzen können für die.
Ja, Freunde, also es geht los mit Mine Colony. Schauen wir doch mal, wo die Reise hier hingeht. Ein paar Dorfbewohner zu bespaßen ist ja auch gar nicht so verkehrt. Dann wollen wir mal sehen, wo uns das ganze Spielchen hinführt. Ja, und wie lange wir das Spielchen spielen. Ich bin gespannt, ey. Ich bin echt gespannt. Weil ich glaube, so war das eigentlich nicht geplant, dass wir sowas finden und dann daraus machen. Du kannst das, diese Startergebäude kannst du, beziehungsweise diesen Starter, Lager kannst du auch selber craften übrigens. Okay. Das kann man herstellen, wenn man eine Kolonie gründen möchte. Mine Colonies ist ja eigentlich für Cursed Forge auch eine eigenständige Mod. Die kann man auch so spielen, sag ich mal. Was ich aber ganz geil finde, ist, dass es bei all den Mods drin ist. Das habe ich am Anfang gar nicht so gewusst. Bis ich das letztes Mal gesehen hatte. Ich finde es aber cool, weil so kann man auch mit Dorfbewohnern vernünftig interagieren. Du siehst ja, jetzt haben wir auch mal Dorfbewohner hier. So. Vielleicht wird dann wenigstens einer auf uns die bösen Blicke kommen. Muss ich mal gucken. Bauoption. Gebäude errichten. Wie man hier jetzt die Bauhütte baut, oder? Da muss ich jetzt mal gucken. Space Wars. Holz. Felder. Infrastruktur. Miner, Nethership. Layer Housing. Straßen. Schiffe. Supply Camps. Gott, oh Gott, oh Gott. Konnte man hier Häuser bauen, ne? Rooms. Village. Ach du Scheiße, sind die Hütten riesig. Decoration request created from Colony Brakartoffel. I'll get to build it again? Info offene Anfragen. Stimmung, Familie, Info. Ja. Warte mal. Information.
arbeitslos. Ja, aber wie sag ich dir denn hier, dass du... das und das machen sollst? Kommt drauf an, wer soll denn was machen? Ja, die sollen irgendwie anfangen zu bauen hier. Alter! Anketten. Not good enough, eh? Wartet auf ein Haus. Vielleicht sollten wir einfach mal so ein Haus bauen, Luki. Okay. Nur so als Grundidee. Auszuweisungsmodus automatisch. Aha. Okay, dann würde ich sagen, aber erstmal ab ins Betty. Ups. Okay. Will ich nicht machen. Wartet, okay. So. Dann wollen wir mal gucken. Hoppala. Also. Holz habe ich ja genügend da. Dann baue ich doch jetzt einfach mal ein Haus. Ja. Bauen wir doch einfach mal ein Haus. Was brauchen wir denn für das Haus? Ich wusste nicht mal, dass du da stehst. So. So, zack, 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 zack. Ups. Was hast du jetzt schon wieder kaputt gemacht? Nix. Versuchen wir es mal so. Ups. Ah! Manu! Ah ja, die Axt ist ja weg. Scheiße. Achso, die Bäume sind im Hintergrund ja auch schon gewachsen. Cool. So, also. Hier hin. Hier hin. Oh, und schon wieder die falschen. Ich krieg's kotzen. Ich ins Essen, ey. So, nochmal das Ganze. Das wird jetzt kein wunderschönes Haus, das wird jetzt eher so ein hässliches Standardhaus, aber zum Ausprobieren reicht's. Es erfüllt seinen Zweck. Genau, und das finde ich ist die Hauptsache. Man muss einfach funktional denken. Ich finde, das ist die Hauptsache da.
Es muss nicht immer schön aussehen, wissen wir ja bei dir. Ja. Ja, aber wie gesagt, da kümmere ich mich ja sonst später auch noch darum, dass das schön aussieht. Ja, du bist ja eher so der Designbauer hier, ne? Also. Jetzt brauchen wir noch irgendwo Bett. Haben wir noch irgendwo Betten? Oben liegt noch ein blaues Bett. Ich schon mal eine Tür machen? Ich hab aber auch einen Scheiß dabei, ne? Ich muss jetzt erstmal die ganzen Truhen und das hier befüllen. Ich muss den Mist aus dem Inventar loswerden. Aber genügend zu essen ist ja auf jeden Fall dabei. Finde ich gut. Wenigstens etwas, was hier funktioniert. Ist eine Werkbank drin, eine Tatsache. So, da haben wir schon mal drei Türen. Und oben ist noch ein Bett, sagst du? Ja, Tatsache. Schnappen wir uns dann auch mal gleich. Da. Ach, hier geht's noch weiter hoch. Cool. Ah, hier gibt es sogar ein Schild. So, da wollen wir doch mal gucken hier. Der Luki ist schon ganz fleißig dabei, hier alles zu begradigen und anzugleichen. Ja. Wenn er nicht seine Schaufel vergessen würde. So. Wir haben ein Haus gebaut. Wer von euch wohnt denn jetzt da drinne? Günther. It's your gold. I get to build it again? Ach, hier gibt's sogar Kolonieflaggen, auch nicht schlecht. It's your gold. So. I'll take Du care. wartest auf dem Haus. Not good Du enough. wartest. Erwartet, er. Die warten alle noch auf Häuser. Wir hätten noch vier Leute gehabt, ne? Ja. Wir haben auch noch vier. Der andere ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Ach, oder hat er sich das Haus geschnappt? Nee, das ist hier Das hinten. weiß ich I get to I build it again? serve with pleasure. Cool. Ein Holz immer mit da. Alles klar. Ah. Teamfarbe wählen. Genau. Grün. Ups. Will das doch nur löschen. Oh. Ups. Ach ja. Schnell mal was mampfen. Das mach mal. Ja, Freunde. Wenn ihr euch damit auskennt, dass ihr seht und Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare reinballern. Auf jeden Fall. Würde ich sagen, weil alles Hilfreiche ist gut. Oh, Luca hat das Spiel verlassen. Ich bin rausgefallen. Gut. In dem Sinne, ihr Lieben, ne? Wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren, dann gerne abonnieren und kommentieren. Däumchen wären Träumchen, vergesst die Glocke nicht, dass ihr kein Chaos-Video von uns verpasst. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Minecraft und tschüss. Auf Wiedersehen.